Boah, ich hätte ja mal wieder Bock, ein paar Leute aus ihren Autos zu prügeln und mit ihren fetten Schlitten durch die City zu cruisen. Wie sieht's eigentlich aus mit GTA 6? Trailer, aha. Ach, Fake. 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 Was ist das denn? Eine Ankündigung? Zum Trailer? Ja, nun ist zumindest der Trailer zu GTA 6 für diesen Dezember bestätigt. Das Spiel selbst lässt noch etwas auf sich warten, aber dazu später mehr. Nutzer von AMD-Karten mit längerem Bart der Reihe Vega und Polaris werden vom regulären Radeon-Grafiktreiber ausgeschlossen. Mit dem Beta-Update bei Starfield werden endlich DLSS 3.0 und Frame Generation möglich gemacht. Auf andere Updates zum Spiel wartet die Community allerdings noch vergeblich, was sich im Subreddit zu Starfield und der sinkenden Beliebtheit auf Steam stark äußert. Wir kommen also zu den PCGH-News dieser Woche. Hallo, ich bin Christian, Gründer von Krotus Computer. Zum Black Friday haben wir 6 besondere PCs zwischen 600 und 3000 Euro im Angebot, welche günstiger als die Einzelteile im Eigenbau sind. Schaut dafür ab Freitag, den 24.11. auf unserer Website vorbei. Spieler, die unter Windows auf eine Radeon RX 400, 500 oder Vega setzen, werden in Zukunft nicht mehr mit dem regulären Radeon-Grafiktreiber von AMD, sondern über ein separates Treiberpaket bedient. Nachdem der Hersteller bereits zuvor den Support für den offiziellen Vulkan-Treiber unter Linux eingestellt hatte, wird jetzt schrittweise auch die Unterstützung für Windows zurückgefahren. Laut einem Statement von AMD gegenüber AnandTech zufolge bedeutet das, im Rahmen des erweiterten Treiber-Supportplans von AMD für Polaris und Vega werden die Treiber für diese Architekturen nicht mehr mit den RDNA-Architekturen auf dem gleichen Funktionsstandard gehalten. AMD wird die Grafikkarten auf Basis von Polaris und Vega zwar noch eine gewisse Zeit unterstützen, aber nur noch mit Sicherheitsupdates und notwendigen Funktionsupdates. Spieler, die eine Grafikkarte der Generation Polaris oder Vega besitzen und ihre Treiberversionen genau im Auge behalten, werden wahrscheinlich erkannt haben, dass AMD diesen Prozess bereits im September angestoßen hat, obwohl der Hersteller die Umstellung bis jetzt nicht offiziell kommuniziert hatte. Mit dem Erscheinen der Radeon Software Adrenalin 23.9.1 am 6. September hat der Hersteller den Treiber bereits in entsprechende Treiberpakete für RDNA und GCN aufgeteilt und damit auch die Treiberzweige zwischen den zwei Architekturen entsprechend aufgeteilt. RDNA wird vom Mainline-Treiber 23.2.0 mit dem vollständigen Support bedacht, während CGN in den beschnittenen Wartungstreiberzweig 23.1.9 verschoben worden ist. In der Praxis ähnelt diese Vorgehensweise derer von Nvidia bei seinen älteren Grafikkarten, die traditionell noch für einen bestimmten Zeitraum Sicherheitsupdates erhalten. Derzeit etwa GeForce GTX 600 und 700. Polaris und Vega erhalten zukünftig lediglich Sicherheitsupdates und solche Anpassungen, die AMD für notwendig erachtet. Es handelt sich so gesehen um den letzten Zwischenschritt vor dem Legacy-Status. Zufall oder nicht, Nvidias Chef des Game Ready-Programms Sean Pelletier veröffentlicht nur wenige Stunden später folgende Mitteilung auf X. Ein kleiner Seitenhieb, wie mir scheint. Freunde des dekadenten Großstadtchaos, aufgepasst! Die Gerüchte um den neuen Trailer zu Rockstars GTA 6 haben ein Ende, denn nun wurde der Trailer offiziell für den Dezember angekündigt. Eine Ankündigung für einen Trailer gibt es auch nicht alle Tage, aber der Hype um Grand Theft Auto 6 ist so groß, dass alles möglich scheint. Da Rockstar Games seine Spiele traditionell rund ein Jahr vor dem geplanten Release ankündigt, dürften auch die Gerüchte um eine Veröffentlichung Ende 2024, Anfang 2025 nicht ganz falsch sein, zumindest auf Konsolen. Für PC-Spieler wird die Wartezeit wohl länger sein, da die Entwicklung an dieser Version wohl noch nicht so weit vorangeschritten ist. Nächsten Monat feiert Rockstar Games sein 25-jähriges Bestehen. So Sam Hauser. Dank der unglaublichen Unterstützung unserer Spieler auf der ganzen Welt hatten wir die Möglichkeit, Spiele zu entwickeln, die uns wirklich am Herzen liegen. Ohne euch wäre das alles nicht möglich. Und wir sind euch allen sehr dankbar, dass ihr diese Reise mit uns geteilt habt. 1998 wurde Rockstar Games mit der Idee gegründet, dass Videospiele für die Kultur genauso wichtig werden könnten wie jede andere Form der Unterhaltung. Und wir hoffen, dass wir in unseren Bemühungen Teil dieser Entwicklung zu sein Spiele geschaffen haben, die ihr liebt. Wir freuen uns sehr, euch mitteilen zu können, dass wir Anfang Dezember den ersten Trailer für Grand Theft Auto veröffentlichen werden. Wir freuen uns auf viele weitere Jahre, in denen wir diese Erfahrungen mit euch allen teilen können. Der ausstehende Trailer hat nun auch das Wertpapier von Take-Two Interactive, dem Mutterkonzern des GTA-Entwicklerstudios Rockstar Games, zu einem kurzfristigen Höhenflug an der US-Börse NASDAQ verholfen. Das Wertpapier des Unternehmens stieg zwischenzeitlich um 6,09% auf fast 145 US-Dollar, obwohl die neuesten Geschäftszahlen für das zweite Quartal allenfalls durchschnittlich ausfielen. Die Spekulanten reagierten positiv auf die Ankündigung der Ankündigung des Hoffnungsträgers GTA 6, welche im kommenden Monat erfolgen soll. Während der Aktienkurs von Take-Two Interactive vom Wirbel um GTA 6 profitieren konnte, lesen sich die neuesten Geschäftszahlen zum gerade abgeschlossenen zweiten Quartal 2023 doch eher durchschnittlich. Es gilt als äußerst wahrscheinlich, dass Grand Theft Auto 6 aller Voraussicht nach zwischen dem 1. April 2024 und dem 31. März 2025 erscheinen wird. Denn für exakt diesen Zeitraum erwartet Take-Two einen Umsatz von 8 Milliarden US-Dollar. In dieser Größenordnung kann nur ein GTA 6 entsprechend hohe Umsätze für den amerikanischen Publisher realisieren.
Mit dem neuesten Beta-Update wird bei Starfield nun endlich auch NVIDIAs DLSS-Upsampling inklusive DLAA, Frame Generation und Reflex unterstützt. Zuvor gab es nur AMDs FSR 2. Zusätzlich kann man mit dem Update auf allgemeinem Wunsch hin auch im Spiel Nahrung und Getränke konsumieren, wenn man sie in der Umgebung findet. Man kann Chunks also sofort verputzen oder für später aufsparen, je nach Laune. Bei der Starfield Steam Beta handelt es sich um eine separate Version des Spiels, die einen speziellen Download erfordert. Spieler, die sich für das Update mit der Version 1.8.83 anmelden möchten, müssen wie folgt vorgehen. Öffnet eure Steam-Bibliothek und geht dort zu Starfield. Rechtsklick auf Starfield und wählt Eigenschaften aus. Klickt in dem jetzt geöffneten Pop-up-Fenster auf Betas. Wählt dann im Dropdown-Menü Beta aus, um euch anzumelden. Wartet, bis die App die neue Version heruntergeladen hat und startet sie. Ihr könnt mit eurem letzten Spielestand weiterspielen, aber die in der Beta-Version erstellten Spielestände werden in der Live-Version erst funktionieren, wenn das Update offiziell freigegeben wurde. Während DLSS mit Frame Generation jetzt in Starfield Einzug hält, müssen Spieler weiter auf FSR 3 sowie der damit eingeführten Zwischenbildrechnung FMF warten, welche aus der umstrittenen Technologiepartnerschaft zwischen Bethesda und AMD entstand. AMDs FSR 3 erscheint mit einem der zukünftigen Updates, wie Bethesda bereits offiziell angekündigt hat. Abseits diesen Updates fehlen den Spielern laut Reddit allerdings weitere Features, die einfach nicht kommen wollen. In diesem Zuge rutscht Bethesdas AAA-Titel konstant in den Steam-Charts nach unten und befindet sich mittlerweile hinter Skyrim und Fallout 4. Dies wird derzeit im Subreddit von Starfield diskutiert. Im Gegensatz zu den sich deutlich länger haltenden Bethesda-Spielen habe Starfield den Tenor zufolge schlicht keinen Wiederspielwert, wenn man einmal das Ende des Spiels gesehen hat. Weder gäbe es Diversität bei Builds noch echte Optionen, einen anderen Weg zu gehen. Auch auf technischer Seite stelle einem Starfield einige Hindernisse in den Weg. Manche Kommentare erklären sogar, dass sie es aufgrund ständiger Ladezeiten und grafischen Inkonsistenzen keine 20 Stunden durchgehalten haben. Problematisch wird auch die Funkstelle gesehen, die Bethesda laut den Kommentaren im Hinblick auf potenzielle Updates einhält. Wolle man das Weltraum-RPG wirklich 10 Jahre halten lassen, müssen die Entwickler immer wieder Aktualisierungen bringen, die das Spiel besser machen. An anderer Stelle wird hingegen auf das für kommende Jahr versprochene Creation Kit gewartet, mit dem umfangreiche Modifikationen an Starfield möglich werden sollen. Seid ihr noch am Starfield zocken oder wartet ihr auch auf gute Updates? Es ist wieder soweit, auch diese News finden wieder ihr Ende. Haben wir hier GTA-Fans unter uns? Campt ihr auch schon länger auf Newsseiten, um endlich den Trailer zu sehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Und bei der Gelegenheit dürft ihr uns einen Daumen nach oben dalassen oder auch ein Abo, falls das noch nicht geschehen ist. In diesem Sinne, ab in die Rinne.